could tell. Ask me how I'm doing well. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Speed UHC auf GommaHD.net. Und ja, wir spielen heute mal wieder eine Runde Speed UHC. Ich hoffe, das gefällt euch. Übrigens, kurzen Hinweis an die Leute von YouTube. Dieses Video hier ist in einem Livestream zusammen mit dem Stream aufgenommen. Das heißt, es gibt vielleicht schon ein paar Leute, die dieses Video hier kennen, weil sie das im Stream mitgesehen haben. Für die Leute auf YouTube kriegen natürlich wie immer ein gecuttetes Video. Die Leute im Stream haben es uncut gesehen. Und ja, ich würde euch auf jeden Fall viel Spaß wünschen. Und die Schutzzeit wird wie immer ein bisschen gecuttet. Vielleicht werde ich mich ab und zu mal in der Schutzzeit wieder zurückmelden, ein bisschen was kommentieren oder ihr seht ein paar Sachen ohne meinen Commentary, nur mit Musik. Je nachdem, wie das so in der Runde so wird, was ich das Gefühl habe und wie ich es nachher schneide. Keine Ahnung. Ja, spätestens nach der Schutzzeit sehen wir uns dann aber wieder. Also ja, auf dass die Runde gut wird. Ich brauche nur die Bücher. Zwei. Gut, ich nehme natürlich den Enchanter auch mit. Ist klar. Aber theoretisch brauche ich nur die Bücher. Netherquartz wäre natürlich auch cool. Autsch. Fies. Flame 1. Lol. Okay, die Chests sind anscheinend nicht immer gleich. Ich hatte bisher aber eigentlich immer tatsächlich einen Sharp 2 da drin. Deswegen wundert es mich so, dass ich jetzt keinen Sharp 2 habe. Aber Flame ist natürlich auch Hammer. Das ist ja richtig Hammer. Kostet auch so gut wie gar nichts. Ich habe ja viele Pfeile, oder? 39, ja, es geht. Hätte man mehr machen können. Aber immer jeden Tag. Oh. Da ist auch nochmal einer. Alter, was ist denn da los? Hi. Index Time. Alter, Flame ist geil. Flame ist wirklich Hammer. Ein Sharp 4 kann ich mir vielleicht immer noch machen, wenn ich einen Gegner klatsche. Jetzt bringt mir Flame hier im Wasser natürlich gar nichts, ist klar. Boah! Ich hasse es, so im Wasser zurückgebackt zu werden, ne? Das ist so ekelhaft. Ich möchte auch gerne mit ihm an Land kämpfen, eher. Als groß auf dem Wasser, weil da habe ich ja den Flame-Vorteil nicht. Es wäre auch mega krass auf dem Schwert, theoretisch, Fire-Aspekt zu haben. Ich muss aufpassen, dass der hinten nicht abstauben kommt.
So eine weitere Sorge, die man haben kann. Theoretisch. GG. Ich hätte gern das Schwert. Habe ich das Schwert? Nee. Ist irgendwo hin, wo es kein Wasser gibt. Da habe ich mit dem Flame wirklich einen Vorteil. So, jetzt kann es losgehen. Immer wieder neu anzünden. Und da haben wir's. Das Wasser nervt ein bisschen. Ich hätte gerne die enchantete Rüstung einerseits. Oh, ich muss schnell sein. Sau schnell. Das Buch hätte ich auch gerne. Lava-Eimer nehme ich auch mit. Ah, ich habe 3. Sehr gut. Das wollte ich. Mehr wollte ich gar nicht. Dann machen wir nämlich jetzt einen Sharp 4. Ich habe die Picke weggeworfen. Ah, ich bin auch so gut. Nein! Meine Picke. Wo ist sie? Ach du Scheiße, 19 Strings. Holy shit. Machen wir eine neue. Für die Picke. Können wir ja machen. So. Die Enchanted Rusty ziehen wir mal ganz kurz an. Ich weiß, es ist nicht alles enchanted, aber immerhin. Ich kann auch nicht auf alles gehen. Das machen wir in der Werkbank, besser gesagt. So. Scheiße. Aber immerhin Power 2. Ist auch gut. So. Essen. Die Strings brauche ich jetzt erstmal nicht. Das Feuerzeug kommt dann mal auf die 6. Die Dinger nicht abgebaut. Gegner. Mit Power 2 Flame 1 sind wir natürlich noch besser dabei. Oh, da ist noch ein Gegner. Okay, gerade Massenfight möchte ich auch nicht. Aber equip-technisch läuft's. Also, da sind wir echt gut dabei, würde ich mal sagen. Müssen nur gucken, dass niemand da clean kommt oder so. Das ist die Frage. Da hinten kämpfen, glaube ich, 2. Ob ich ihn mal verfolgen soll, weil er läuft halt weg. Er wird vielleicht der einfache Gegner sein, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob man das so sagen kann. Mein Boost ausgeht. Lol, der war One-Hit. Der hat aber keine enchantete Rüstung, ne? Gar nichts, solches Zeugs. Nee. Da vorne ist einer. Ah ja. Der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht. Shit. Warum treffe ich nicht? Mein Gott. Treffen müsste ich halt auch noch, ne? Ja. Das zum Thema treffen müsste ich halt auch noch. GG. Die Aufnahme ist auch schon riesig. Boah. Da vorne ist ein Gegner. Okay, let's go. Gucken, dass er uns nicht low grounded. Ich würde ihn gerne mit dem Bogen abschießen, weil das war immer sehr gut. Boah, da hinten kommt jetzt noch der andere. Sehr cool. Ist ein bisschen kacke, vor allem weil ich habe auch nicht so viele Pfeile jetzt. Das heißt, ich müsste sie eigentlich fast wieder aufsammeln. Warum habe ich ihn nicht getroffen? Jetzt habe ich Angst, dass die beide auf mich gehen.
Ich möchte faire Kämpfe haben. Ich ziehe mich mal ganz kurz ein bisschen zurück, dass sie kämpfen können, weil ich möchte echt hier nicht abgestaubt werden oder so. Weil die Runde lief jetzt so gut. Jetzt möchte ich nicht so ein Bad End haben. Sondern GG. Pfeile könnte ich noch haben. Pfeile wären ganz cool. Irgendwo noch Kies. Habe ich eigentlich zwei Wassereimer? Oh ne, ich habe nur einen. Das ist natürlich auch ganz schlecht. Weil ich brauche zwei. So, okay. Eins gegen eins noch gegen Alessio. Und das werden wir hoffentlich noch gewinnen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zu ihm hin. Der ist ja da hinten. Uns gute Hits. Müssen wir jetzt mal ein paar Gaps essen. Dass er das überhaupt nicht macht, das ist krass, finde ich. Doch, jetzt hat er auch gegessen, aber glaube ich nur einen oder so. Das war eng. Pfeile sollte ich mitnehmen. Das ist ganz wichtig jetzt. Dass ich viele Pfeile habe. Gegen ihn. Ich habe keine Ahnung, wie voll das er ist. Flame wird ihm schon nerven. GG. Oh mein Gott. GG. Ja, ich würde mal sagen, das war's von der Runde Speed UHC. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.